So, Leute, hier sind wir wieder mit einem neuen Part von Let's Play Super Paper Mario und wir sind jetzt in den Clip-Höhlen oder wie die Dinger heißen, keine Ahnung. Der hat einen Stachel. Nicht weiter schlimm, sag ich mal. Klapp. Ah, aua. Klapp. Klapp. So. Klapp. Ich kann den ja gar nicht hauen, ist doch scheiße, so, egal. Geh ich irgendwo rein, mal gucken. Ne? Und an diese Höhle kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Ne? Und hier sind Mini-Marios drin, so, ist hier noch was? Ne. Ach Gott. Komm her. Aua. Naja, so geht's natürlich auch. Boah. Aua, du blöde Sau. Ma. So, verreck. Du auch. Verreck, so. Hier musst du irgendwo... Ah, herrlich. So, her mit dem Pilz. So, wunderbar. So, so. Hm. Alles durchforsten, was es gibt. Hier wäre es, glaube ich, schlecht. Blöde allemal und eine Wurzel, die ich mitnehme, so. Was für ein blödes Ding. Ich gehe mal hier rein, so. Was haben wir denn? Eine Dresine. Mit dem Wagen fahren? Ja. Ach genau, da muss man noch den Wagen irgendwie umleiten. Das weiß ich noch. So, da muss ich jetzt, glaube ich, in die 3D-Sicht umwechseln. Und dann muss ich hier, glaube ich, irgendwas machen. Genau, ich kann hier nämlich reingehen, genau so. Ja, das bringt mir in dem Fall so relativ wenig. Gehen wir mal hier durch. Ich glaube, ich kann hier gar nicht durch. Wäre, glaube ich, nicht so sonderlich sinnvoll. Nee, das wäre nicht sinnvoll. Und irgendwie hätte ich gedacht, dass ich ein anderes Pixel viel früher kriege, aber egal, Knüppel ist gut. So. Kann ich hier weiter durch? Nee. Ich muss hier irgendwas verändern. Ich glaube, ich muss nochmal zurückfahren. Ja, bitte. So. Und dann hinten, glaube ich, den Wagen, glaube ich, verändern oder so. Oder die Richtung verändern. So. Whoa. So. Nein, irgendwas war da doch. Quatsch, so. Irgendwas war doch hier. Und ich kann sogar über die Schienen laufen. Ah, okay, das ist lustig. Hui! So. Eventuell muss ich das, kann ich das, glaube ich, gar nicht im Raum machen. Auch egal, ich nehme erstmal wieder Surfer. Der ist nämlich viel praktischer und damit bin ich viel schneller und ich frage mich, warum ich den die ganze Zeit gerade nicht benutzt habe. So. Auf jeden Fall muss ich ja hinten noch die Gleise irgendwie verändern. Ich weiß zwar nicht mehr wie, aber ich komme schon drauf. So, machen wir mal hier. Ach, guck mal hier. So. Oh, ey. Warum tut ihr mir weh? Ihr seid Schweine, seid ihr, so. Ah, die ziehen mir was ab. Was ist das denn für eine Scheiße? Die ziehen mir Erfahrungspunkte ab. Ja, das ist mies. Das ist so eine Scheiße. Die haben mir massenweise Erfahrungspunkte abgezogen. Kacke. Wenn man so schnell laufen könnte, wie dieser Waggon fährt. Das wäre toll. Wuppala. So. Schauen wir uns halt noch ein bisschen weiter in dem großen Höhlengang um. Okay.
So. Hui. War ja klar, dass hier wieder Blumen sind. Ach guck mal, ist das nicht dieser Anführer-Arsch hier von denen? Der rote da, so. Jetzt nehme ich wieder Knüppel. So. Quatsch, so. Warum lebst du noch? So. Hau ab. Verreck. Verreck, so. Nein, ich möchte nicht wechseln, so. Hui, 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 so. Und Quatsch, so. Ist eine Tür drin, sonst noch irgendwas? Ne. Geh weiter rein, so. Ja, das stört mich gerade echt, dass die mir so viele Erfahrungspunkte abgezackt haben. Obwohl, ne. Ich schaue mich erst mal ein bisschen hier um. Obwohl, ne, das bringt mir gar nichts. Ja. So kann ich das auch alles viel einfacher sehen. Fällt mir gerade mal ein, so. Und wieder ein Looping. Und nochmal zwei Loopings. Hui. Hui. Da kriegt man doch fast schon Lust, wieder Achterbahn zu fahren, so. Springt das Ding sogar nicht noch irgendwo? Boah, dauert das lang. So, ne, hier ist anscheinend kein Ding, womit ich den, oder kein Schalter, womit ich, die Dresine mit umlenken kann. Könnte auch bestimmt mit Bowser kaputt machen, obwohl, ne, das wird mir gar nichts bringen, glaube ich. Na, ich schau mal, ob mir der Surfer vielleicht ein bisschen was bringt. Ja. Wunderbar, so. Jetzt kann ich hier nämlich durch, so. Hüpfen. Na, was? Ne. Verreck. Verreck. Tut mir doch auch wieder bestimmt weh, oder? Also, ich rühre euch gar nicht erst an, so. Ah, das ist doch der Kameramann. Hey, du nicht ferngesteuert? Du von Fertigungszentrum entkommen? Na, da? Watzmann will Karl dorthin bringen. Vielleicht macht Blatt auf Kopf ihn ruhiger. Du bist Teil von Karls Kameradenteam, oder? Er wartet auf euch. Du kennst Filmemacher? Da er sich also aufgehalten. Er sagt, Watzmann, warte hier. Aber eine Sekunde später, er ist schon vergessen. Man arbeitet manchmal schlimm. Danke, Watzmann, wieder zurückgekehrt. Oder zurückkehrt, egal. Aua, ey. Ja, 3D bringt mir doch ein wenig hier, so. Da unten ist nur noch was. Ach, hier sind noch mehr von den komischen Arschgeigen. Mir massenweise. Oh. Meine Fresse, Mario, hüpf doch mal richtig, ey, so. So, ist er jetzt wieder zurückgekehrt zu seinem komischen Heini da. Gehen wir mal zurück zu Karl. Ich mach mal kurz Pause, bis ich bei Karl bin, so. So, jetzt kommen wir gleich wieder bei dem an, so. Na komm runter, so. Hau ab, so. Ich denke mal, die Erfahrungspunkte dürfte ich eigentlich mittlerweile wieder drin haben, so. Ja, ich möchte speichern, so. Und hoch geht es. Hoch, so. Na, zum Glück geht der ein bisschen schneller, so. Ah. Fast wie durch ein Wunder
fanden ich und mein Team wieder zusammen. Für Jubel bleibt jedoch keine Zeit, denn wir mussten unsere entführten Brüder finden. Während die Gefahr uns im Nacken saß, gingen wir tiefer in die verbotene Höhle. Dazu verwendeten wir den Schlüssel für die letzte ungeöffnete Tür. Also, du hast doch noch den Schlüssel, oder? Ich nehme ihn besser an mich. Du verklippst mich! Ich nie Schlüssel erhalten! Wirklich? Na wunderbar. Wie lange noch würde ich das Schicksal Klippstein prüfen? Du, das andere Mitglied, das mein Team noch fehlt noch, aus meinem Team fehlt noch. Na los, such schon! Na toll! Jetzt kann ich nochmal irgendwie so einen Heini da suchen. Dann mal runter damit. Hier irgendwo rein. Hier? Nee. Hier auch nicht. Komm runter, so. Komm ich mal hier vielleicht rein? Nein. Ja, wo muss ich jetzt hin? Schau mich hier erstmal ein bisschen um. Ist ja im Grunde genommen eine ziemlich kleine Höhle, wie ich finde. Vielleicht kann ich jetzt hier irgendwie den Schalter hier finden, womit ich die Schienen umlenken leiten kann. So, nein, die Dresine umleiten kann oder ja. Oh. Irgendwas war da doch. Ah, Moment mal. Ich glaube, ich muss sie gar nicht umleiten. Ich glaube, ich kann da auch einfach so durchfahren. Moment mal. Hui. So. Probiere ich das mal so aus, indem ich hier jetzt reingehe. So. Nein. Nein. So. Mach die 3D-Sicht und spring jetzt da rein. So. Ja. Und jetzt drücke ich einfach immer nur nach links. Vielleicht klappt das ja. Ja, genau. So wollte ich das haben. So. Wo? Ich wollte auch gerade sagen, da war doch irgendwas. Und wenn kein Knopf, dann halt sowas. Also rein damit. Und hier sollten wir auch gleich irgendwo den anderen Gehilfen finden. Den anderen Heini. Na toll, ich bin runtergefallen. Immer diese Scheiße da. So, hier kommt jetzt eine Leiter. So, so. Ja, so ein Schweinekopf. So, fahr weg. Ey, fahr weg. Ich könnte einen Pilz, obwohl ich habe ja genug. Ah, hier ist der andere, so. Boah, zum Clip, ihr herkommt. Im Ernst, wer ihr seid da? Du bist Teil von Kyles Team, oder? Er sucht nach dir. Du weißt, wo Filmemacher ist? Oh, da er ist also. Danke, Hornfels. Jetzt zurückkehrt. Aber du andere Klipulaner mit Blatt auf dem Kopf gesehen? Floresapiens verwendeten Blatt, um Gehirn von Klipulaner zu kontrollieren. Sie dich sehen, sie sofort angreifen. Also Vorsicht da, bis Clip. Dann haben die eine merkwürdige Sprache. Egal, ich mache hier erstmal wieder Schluss und sage bis zum nächsten Part, Leute. Also, ciao.